Die Forschungsplattform für Material- und Nanowissenschaften beschäftigt sich, wie das Wort schon sagt, mit Materialien auf der einen Seite und mit Nano auf der anderen Seite. Und ganz im Zentrum von dem steht, wie hängt die Nano-Eigenschaft, wie hängt das, was am Atomaren passiert, im Molekularen passiert, damit zusammen, welche Materialeigenschaften ich letztendlich bekomme. Da gibt es ganz, ganz viele Bereiche. Wir gliedern uns eigentlich in fünf Bereiche, wo Materialien wichtig sind. Der eine Bereich ist die Werkstofftechnik. Dann gibt es einen Bereich, der in die Geologie reingeht, die Hochdruckforschung, wo es darum geht, was im Inneren von der Erde, im Inneren von Planeten passiert oder wie Materialien auf hohen Druck reagieren, welche Eigenschaften sie kriegen. Das sind ganz, ganz spannende Eigenschaften. Kürzlich konnte man zum Beispiel feststellen, dass Eis unter extrem hohem Druck zu einem Metall wird, metallische Eigenschaften kriegt. Also da gibt es ganz, ganz spannende Themen. Das nächste ist, wir beschäftigen uns mit grob dem Energiethema. Wir nennen das Reaktivität-Katalyse. Da geht es darum, wie können wir mit unserem Energiehunger umgehen. Und im Konkreten forschen wir da an Materialien, die man in Brennstoffzellen einsetzen kann, die man in Batterien einsetzen kann, die man in Elektrolysezellen einsetzen kann. Und da geht es sehr, sehr stark um Elektroden, Elektrodenmaterialien. Da gibt es Schwachpunkte in der Kette. Wenn man von elektrischer Energie zu flüssigem Kraftstoff gehen will, ist das Herzstück die Brennstoffzelle. Und dies ist ein ganz komplexes Gebilde. Und da geht es darum, wie muss ich meine Oberfläche gestalten, damit der Prozess effektiv läuft? Wie kann ich das gestalten, dass er nicht nach einer Stunde Betrieb vergiftet wird und nicht mehr funktioniert? Wie muss ich das gestalten, dass ich das bei moderaten Temperaturen haben kann, sodass ich es in Prozessen einsetzen kann, Telefon, Auto und so weiter und so weiter. Also es muss natürlich auch sozusagen eine praktische Relevanz dazu gegeben sein. Im Thema Cluster beschäftigen wir uns mit Molekülen an sich und wenn man die Moleküle zu immer größeren Einheiten aufbläst, das kann frei in der Gasphase passieren oder eben auch, wie das passiert auf der Oberfläche. Das geht wieder zurück auf die Frage, was passiert auf solchen Elektroden, was passiert auf Metallen, wie werden die vergiftet oder welche Prozesse können da ablaufen, die man gerne haben möchte, die man steuern möchte. Wir haben dann weiter Materialien bei sehr extremen Bedingungen, Tieftemperaturbedingungen, so wie sie im Weltall vorkommen. Und da interessiert uns, welche chemischen Prozesse können dort passieren, die unter normalen Umständen nicht passieren. Also wenn man ein Chemiker ist, weiß man, was in wässriger Lösung passiert. Das passiert aber nur bei Raumtemperatur. Bei ganz tiefen Temperaturen passieren auch noch Prozesse und die sind ganz, ganz andere Prozesse. Und da kann man Materialien generieren, die man gar nicht erwarten würde. Also da kriegt man unter solchen extremen Tieftemperaturbedingungen sogenannte Gashydrate, Quadrathydrate. Das sind Verbindungen, die es bei uns auf der Erde auch gibt, aber anscheinend auch im Weltall. Und die kann man verwenden, um Energie daraus zu gewinnen. Das heißt, die enthalten Methan. Die kann man verwenden, um einen Bus anzutreiben damit. Das heißt, den könnte man mit Eis tanken. Und in die Richtung wird es in den nächsten Jahren einige Forschung weitergehen. Auch wird einige Forschung weitergehen in Richtung angewandte Projekte. Da haben wir jetzt einige initiiert. Ein angewandtes Projekt hat mit Obergurgel, Hochgurgel zu tun. Da sind wir gerade dabei, die Schneekanonentechniken, die Techniken, Schnee zu produzieren, zu revolutionieren, zu steuern. Da geht es letztlich um einen ganz, ganz kleinen Keim, der ausmacht, ob ich einen schönen Eiskristall kriege oder ob ich eine halbgefrorene Kugel kriege. Und das hängt sehr, sehr stark natürlich von den Umgebungsbedingungen ab. Habe ich minus 8 Grad und sehr feucht oder habe ich minus 2 Grad und trockene Bedingungen? Da muss man jeweils den Keim darauf anpassen. Und das wird eines der Projekte sein, das in Zukunft in unserer Plattform stark einen Platz haben wird. Andere Projekte, die einen starken Platz haben, sind Projekte, wo es um Farbstoffe und Pigmente geht. LEDs brauchen Blau, Rot, Grün. Und es gibt gutes Pigment für Blau, weniger gute für Rot und Grün. Da müssen welche für Rot und Grün entwickelt werden, damit man LEDs konstruieren kann, die auch ein warmweißes Licht machen, kein kaltweißes Licht. Und das geht ganz stark in die Festkörperchemie,
Kollege Huppertz ist da sehr stark dran. Auch was das Bedrucken von Glasscheiben betrifft, auch da gibt es die gleichen Fragen. Da braucht man Stoffe, Pigmente, die den Prozess aushalten, die temperaturstabil sind bis 700 Grad. Auch das wird in Zukunft bei uns geforscht. Da gibt es größere Industrieprojekte. Materialschutz, Holztechnik, wie kann ich verhindern, dass Holz brennt? Da haben wir ein Projekt gemeinsam Carregio mit dem Herrn Lackner, mit dem Herrn Schottenberger, wo es darum geht, die Lacke auf das Holz aufzutragen und die soll man aus den Naturstoffen kriegen und nicht irgendwie spezielle chemische Lacke mit allen möglichen Eigenschaften, die man nicht haben will.